Hi, ich bin's, Ellie. Ja, ich bin so ein bisschen platt. Ich war heute schon, den Tränen total nah und musste mich echt zusammenreißen, nicht durchzudrehen. War auch ehrlich gesagt schon willens, nach Hause zu fliegen, weil ich echt gesagt habe, ich bin durch mit den USA. Ich suche mir jetzt einen Flug und fahre nach Hause. So, und was genau passiert ist, das erzähle ich euch gleich. Also, ich bin jetzt hier in Beverly Hills in meinem Airbnb und ich zeige euch mal eben, wie ich hier untergebracht bin. Ja, also das ist mein Zimmer. Das ist eigentlich ganz geräumig. Ja, es darf natürlich nicht fehlen, der Sound von LA, die Ambulance, ne? Ja, Ink ist alles da, ein Riesenspiegel ist da, natürlich wahnsinnig wichtig. Naja, auf jeden Fall, jetzt zeige ich mal den Rest der Wohnung. Sie ist jetzt nicht mehr da, die Host, aber das war auf jeden Fall noch ein mega Theater vorher und ich fühle mich einfach total schlecht jetzt wirklich. Das ist das Bad. Wie gesagt, sie wohnt hier auch selber und ist halt jetzt so, ja, ne? Ist ja ganz nett. Also ich würde so ehrlich gesagt niemals leben können. Ich weiß gar nicht, wie man so wohnen kann, ehrlich gesagt, wenn ich mal ganz ehrlich bin. So, ich habe das zwar gesehen, ich wusste jetzt auch nicht genau, was gehört wozu. Aber, also für mich wäre es jetzt, also ich würde es anders einrichten, ne? Auf jeden Fall so irgendwie. Ja, ich will jetzt auch nicht undankbar sein, also es ist wie gesagt, es ist ja, ein ganz netter Ort und zumal, also vor allem ist es jetzt in Beverly Hills. Erstens und zweitens bin ich alleine. Aber das war jetzt nur so ein Theater. Also ich weiß, dass ich, das habe ich auch schon mal gesagt, dass ich halt auch mit ängstlich bin oder dass ich mit Ängsten auf jeden Fall auch zu tun habe und einfach so in die USA zu reisen, das war für mich einfach außerhalb jeglicher meiner Komfortzone. Ich habe das ja gebucht, habe das ja auch schon mal erzählt in einem Video, habe das gebucht und danach habe ich so richtige Panikattacken bekommen und richtig Angst bekommen und habe mich gefragt, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme, weil ich einfach, ja, mich einfach Angst hatte, so. Ne? Das ist, fühlt sich dann nicht immer, auch wenn man das Richtige macht, fühlt sich das nicht immer gut an. So, und trotzdem wusste ich, ich muss es machen, weil ich einfach diesen Reality-Check brauche, zu sehen, ja, ist das was, wäre das was, wie ist es dort, ist das nur so ein Hirngespinst oder, ne, machst du es nochmal, vielleicht mal im Ausland zu arbeiten und zu leben oder nicht. Das war ja so eigentlich mein Aufhänger, dass ich immer schon, auch seit der Schulzeit schon mal irgendwie ins Ausland wollte, mal irgendwie nach der Schule, mal ein Jahr, wir konnten uns das nie leisten. Und dann im Studium konnte ich mir das auch nicht leisten. Aber so mal zu sagen, ich gehe ein Jahr wohin oder 2 Jahre wohin und arbeite da einfach und schaue mir das mal an. Und das habe ich irgendwie noch nie gemacht und das ist einfach was, dem ich halt immer hinterherlaufe. Das ist, das hat mich halt immer verfolgt. So. Also wenn mir zum Beispiel Schülerinnen erzählen, ja, die gehen jetzt ein Jahr ins Ausland oder ich sehe das bei anderen, ist immer so, oh, so. Jetzt hat meine Mutter ja im letzten Jahr Krebs bekommen und das hat einfach bei mir auch nochmal so in Gang gesetzt, mich zu fragen, ja, was ist mit dir? So, ist das jetzt, ne, liegst du dann irgendwann mal da, wenn du selber, also wenn es bei dir einfach zu Ende geht, dann fragst du dich, ja gut, ne, hätte ich mal, oder, ja, checkst es jetzt aus und vielleicht ist es ja wirklich was, so. Und das war eigentlich der Grund, warum ich hergekommen bin. Und trotzdem, also ich musste das machen und trotzdem hat mir das einfach megamäßig Angst gemacht. Das ist halt einfach so. Ich habe dann, dementsprechend so habe ich natürlich sehr akribisch meine Unterkünfte alle rausgesucht und sehr akribisch auch recherchiert, wo kann man hingehen, wo nicht. LA
die gibt es immer Gangs, ja, und hier gibt es immer Waffen und das ist die Gewalt und die Kriminalität ist einfach an der Tagesordnung. Also ich habe in dem Hostel, wo ich war, was wirklich die beste Entscheidung meines Lebens war, da waren echt so drei Jungs, die waren einfach der absolute Hammer und die sind ganz anders aufgewachsen. Die sind in South Central und in Compton aufgewachsen und Compton ist so wirklich so, ja, da gibt es einfach ganz viele Gangs und er sagte halt, da muss man halt gucken, was man anzieht. Er wohnte halt als Kind in einer Straße, da wohnte, musste man nur rot anziehen, halt wegen den Gangs. Um halt nicht aufzufallen, musste rot anziehen. Der war nie in einer Gang, aber trotzdem musste man sich einen bestimmten Kodex halten, so, um klarzukommen. Und dann ist haben seine Eltern Haus die Straße weiter runtergekauft und dann musste man blau anziehen. Und alle seine Sachen waren rot und er meinte so halt, ne, er musste sich halt neue Sachen kaufen, weil es nicht mehr passte. Also überlegt euch das mal. Also so alle drei hatten auch schon erlebt, Waffen in eine Schießereien zu kommen und solche Sachen zusammengeprügelt zu werden. Einfach nur, weil Gangs sich meinen, die müssen ihr Revier verteidigen und so. Das ist, ich habe gedacht, das ist so wie bei den Gangs of New York, ne? Die wie im Film. Aber das ist halt deren Realität gewesen, wie die aufgewachsen sind und ich habe dementsprechend auch verstanden, warum die so wahnsinnig wie die Höllenhunde aufgepasst haben, dass da immer, ja, dass jeder, der reinkommt, musste erstmal irgendwie geguckt werden, ist der, gehört der hier hin oder nicht. So. Also ich habe mich da sehr, sehr sicher gefühlt und ich konnte mich einfach auch so mit denen, mit deren Art, die waren sehr offen und so, also wirklich sehr gut. Es war einfach total schön da. So, Same Sun, Hollywood, kann ich sehr empfehlen. So, und dementsprechend war mir das klar im Vorfeld, als ich nach L.A. kam, ich muss das gut planen. So. Und ich tue mich ja auch nochmal schwer, dann einfach so, zu vertrauen fällt mir auch echt schwer. Aber ich denke mir auch so, also ich meine, so eine Reise, die plant man halt. Und ich habe ja sonst nichts anderes geplant. Also ich habe jetzt nicht geplant, wo gehe ich hin, was gucke ich mir an, gehe ich in Disney World oder Universal Studios. Das ist so Sachen, die interessieren mich nicht. Aber zu sagen, wo wohne ich, was brauche ich, wie komme ich von A nach B, ein zweites Handy, eine amerikanische Karte, damit ich Google Maps habe, damit ich sehe, wo ich bin, damit ich nicht einfach mich verliere. Ich weiß, ich laufe gerne durch die Straßen, aber ich kann hier nicht einfach so überall durch die Straßen laufen. Man muss schon immer gucken, ein bisschen, wo bist du und wenn was ist, anrufen können und so. Also das sind so Sachen, die habe ich natürlich geplant. Und nicht zu wissen, wo diese Unterkunft ist, weil sie einfach die Adresse einem nicht gegeben hat. Und ich habe sie zweimal nach der Adresse gefragt und sie hat sie mir nicht gegeben. Ich habe sie am Donnerstag nochmal gefragt und sie hat auch nicht reagiert. Sie hat mich dann einfach nur abends gefragt, ob ich schon um 11.30 Uhr morgens kommen könnte, weil sie nach Miami fliegen möchte. Und dann war ich nur ganz schön kurz angebunden, ja, so. Naja, und ich habe aber, muss ich auch ehrlich sagen, ich bin nicht auf die Idee gekommen, jetzt sie anzurufen. Ich war total, ja, so in meinem Tunnel und hab gedacht, ne, sie müsste sich melden oder so. Ich hätte jetzt natürlich auch anrufen können, habe ich jetzt irgendwie überhaupt nicht dran gedacht. Ich war halt immer verunsicherter und verunsicherter. Und heute Morgen dann irgendwie um 7 habe ich mit dem Airbnb, mit der Hotline gesprochen und habe denen gesagt, sie meldet sich nicht, sie gibt mir die Adresse nicht. Sie hat mir gesagt, und eigentlich müsste das innerhalb der 24 Stunden vorher sein und von der höre ich nichts und so. Und ich, na, wie gesagt, ich war da auch so ein bisschen, das ist mein zweites Airbnb. Und in Frankreich das letzte Mal war es total easygoing und alles total super. Und jetzt wird mir gemeldet, hat mir alle Adressen gegeben und gesagt, wie ich da hinkomme und hier und da und jenes. Und ihre Telefonnummer gegeben, falls ich Fragen habe und so. Also das war halt einfach anders. Und jetzt irgendwie war ich so total gestresst, geängst, verängstigt, wusste nicht irgendwie, was da jetzt im Mittelpunkt ist. Wie gesagt, das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, für mich auch Amerika nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ich hätte das auch nicht gedacht. Und mir ging mir heute Morgen so schlecht, ich hatte so einen Kotzdruck. Ich habe wirklich nur einen Bagel gegessen und Kaffee getrunken und ich fühlte mich, als ob ich irgendwie einen Fressanfall hinter mir gehabt hätte. Und ich habe 1000 Leute angerufen und keiner ist ans Telefon gegangen. Und dann habe ich eine Freundin angerufen, halt aus meiner Community, mit der ich auch eben Jahre nicht mehr telefoniert habe. Ich habe die letztens mal in einem Meeting gesehen, aber ich habe mit der Jahre nicht mehr telefoniert. Ich habe die angerufen und ich habe auch gedacht, ey, das gibt's doch nicht. Ich hab geheult, weil ich dachte so, es ist immer irgendjemand da, weil ich war echt kurz davor auch zu sagen, ich kotze jetzt alles aus, so. Weil ich einfach so diesen Druck spürte, diese Unsicherheit. Ich bin halt auch ein Mensch, ich brauche Klarheit, so. Und nicht mit mir zu kommunizieren, vernünftig zu sagen, oh, du kriegst die Adresse Sonntag 10 Uhr. So, Stunde bevor du kommst, mach dir keine Sorgen, kommt.
So, hat mich irgendwie so gehemmt, dass ich echt schwer an meine Grenzen gekommen bin. Dann habe ich eine Freundin angerufen und gesagt, die ist dann ins Telefon gegangen und die sagte dann, boah, nee, kann ich total gut nachvollziehen. Ich hätte das schon vor meiner Abreise gebraucht, so alle Adressen und alles wissen und so. Und ich habe gesagt, okay, so, aber dann, ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann cancel ich das, weil ich hatte einfach ein ganz, ganz schlechtes Gefühl, weil ich mir gedacht habe, so, boah, wenn die dich so ignoriert und gar nicht irgendwie, ich habe ihr gesagt, ich reise alleine als Frau, das erste Mal in den USA, kein Auto, ja, also das ist so, ich brauche so ein bisschen, muss ich so ein bisschen, ja, planen und so, ja, und dann habe ich nichts gehört und dann habe ich halt gesagt, okay, ich will das canceln und will mein Geld zurück und habe mit dem Hostel gesprochen, hätte auch vielleicht da bleiben können, aber das war alles nicht unsicher und dann habe ich mit Airbnb gesprochen und die meinten so, ja, sie muss es canceln, also es wäre halt auch kein normales Verhalten, auch die hätten sich um 7 bei ihr gemeldet und über 3 Stunden später hat sie sich immer noch nicht gemeldet und die meinten so, nee, die meinten halt, wenn ich cancele, kriege ich halt doch 50 Euro zurück, irgendwie von 400 oder so. Aber sie muss es canceln. Wenn sie es cancelt, dann kriege ich alles zurück. Und die meinten, die müssten sie jetzt anrufen und dies und das und jenes. Naja, und dann bekam ich, haben wir aufgelegt, habe gesagt, boah, bitte beeilt euch nur, weil es ist jetzt 10:45, jetzt kam auf einmal die Adresse und 11:30 soll ich da sein. Und die meinten, das kann eine Stunde dauern, echt. Und ich habe gesagt, ey, was ist denn, wenn die abreist einfach und sich denkt, ja, die ist nicht erschienen. Ja, Pech, so. Ich kenne die ja nicht. Ich musste ja auch schon das Zimmer verlassen und alles. Und dann habe ich gesagt, okay, was machst du jetzt? Und da habe ich gesagt, komm, ich rufe die jetzt an. Weil ich hatte auf einmal eine Nachricht bekommen von Airbnb. Ja, die hat ja jetzt die Adresse geschickt, so nach dem Motto, jetzt ist ja gut. Wo ich dachte so, hallo, ja, und weiter. Nein, dann habe ich sie angerufen, dann meinte sie, ja, ach, sorry, das habe ich total verschwitzt, ach, sorry. Sie so, ich habe gesagt, mir ist alles gesagt, so, bitte sag mir das doch. Und wenn du doch irgendwie die Adresse nicht rausrücken willst, so früh vorher, ist das okay, aber sprich doch mit mir. Ignoriere das doch nicht einfach so, wenn ich dir eine Frage stelle. Und ne, ich so bla bla bla, meine Situation alleine, in den USA, Frau alleine, ohne Auto, bla bla bla. Ja, sorry, ich weiß ja nicht, wo mir der Kopf steht und so. Und ich hab dir das doch gegeben. Dann guckte sie so in den Stream, meinte so, ach nee, ich hab dir das doch nicht gegeben. Ach sorry, ach ja wirklich, da hast du recht, ja sorry. Dann hab ich gesagt, ich fühlte mich halt einfach überhaupt nicht sicher und wusste jetzt nicht, was ich machen soll. Meinte sie, nein, du sollst dich doch sicher fühlen, du kannst dich auch sicher fühlen, das ist doch Airbnb und so. Oh, naja, auf jeden Fall bin ich jetzt, dann meinte sie, nee, dann komm und ja, habe ich denen halt auch geschrieben von Airbnb, wir haben das jetzt auch geklärt und ich fahre da jetzt hin und bin ich da hingefahren, kam mir jetzt so doof vor einfach, ne, ich kam mir so doof vor, weil ich, hier angekommen bin und irgendwie so, ja, dann meinte sie, ja, das wäre sowas typisch Deutsches. Meinte sie, das wäre wohl sowas typisch Deutsches, immer zu meinen, man müsste halt so einen Weg haben und wo ich gedacht habe, ey, danke, dass du mich jetzt irgendwie auch noch, weißt du, mich schlecht fühlen lässt, so, dass ich so ein bisschen Sicherheit brauche. Ich habe gesagt, das hat mit typisch Deutsch nichts zu tun. Ich habe gesagt, das hat damit zu tun, dass ich halt alleine reise und das ist halt, ne, jeder hat auch so seine Baustellen und ich versuche halt, zu planen, was ich planen kann und mir Sicherheit zu holen, wo ich Sicherheit mir holen kann, so. Und für mich ist halt einfach, ja, eine Adresse ist für mich zu wissen, wie komme ich da hin, was ist in der Umgebung, so ein bisschen mir schon mal anzuschauen, was kann man da machen und dies und das und jenes, das gibt mir halt Sicherheit, so. Und wenn einfach da jemand gar nicht drauf eingeht, dann, verunsichert mich das halt, ne. Auf jeden Fall war das echt seltsam gerade und ich fühle mich jetzt hier auch irgendwie nicht so richtig wohl. Ja. Ja, das Gute ist halt, sie ist nicht da. Das ist ja schon mal was, ne? Sie ist nicht da und jetzt habe ich euch hier zugetextet. Sorry, aber keine Ahnung. Also das ist sowas, wo ich auch merke, ich hadere dann echt mit mir. Also was sagt, wo ich gesagt habe, wirklich so, ich habe das nicht erwartet, dass mich das so, also ich habe zuerst ein paar Leuten gesagt, ich fliege ja nach Amerika, aber dann halt auch das, ich meine, es sind halt Leute, die sind alle in dieser Gemeinschaft und die sind im Grunde, wenn man die anruft, sind die da so, ne? Und dass halt auch echt keiner ans Telefon gegangen ist und dass mich das so abstresst und dass das so mir so einen Kotzdruck gibt, das habe ich im Leben nicht gedacht, muss ich echt sagen, das hätte ich im Leben nicht gedacht, dass das so krass ist.
und dass mich das so sehr stresst. Einfach. Und ja, so ist es. Naja, und auf jeden Fall, jetzt muss ich gucken. Also ich hoffe, ich kann in mein Meeting gehen oder sowas, halt auch mal gucken, dass ich klarkomme oder sowas. Ich werde jetzt mal hier ein bisschen Beverly Hills erkunden und die Gegend erkunden. Ich werde auf jeden Fall mitfilmen. Hier ist das total ruhig, aber es ist halt nicht so das Beverly Hills, wie ich mir das vorgestellt habe. Also es gibt, glaube ich, auch noch so ein schickeres Beverly Hills, aber das ist jetzt so, ja, nicht so das Beverly Hills, wie ich mir das vorgestellt habe. Auf jeden Fall gibt es hier auch wohl noch eine Nachbarin drüber. Das Haus selber jetzt so ist ganz süß, auch vor der Tür so ein kleiner Garten und Türchen und so, kann ich euch gleich zeigen. Aber es war auf jeden Fall mehr als seltsam jetzt und ich versuche mich jetzt nicht selber dafür abzulehnen. Das ist was, was ich jetzt echt versuche. Weil ein Teil von mir sagt jetzt, ja, könntest du nicht, ne, wärst du doch mal anders und so. Und der andere gesunde Teil, der weiß halt, ja, ich bin halt ein Mensch, ich brauche halt Klarheit. Ich brauche Klarheit und auch so ein bisschen Sicherheit, auch wenn das eine Illusion ist, aber so ein bisschen in so einer super unsicheren Welt, so ein bisschen, ja, Sicherheit. Wir reden hier von einer Wohnadresse. Ne? Dann, ja, das brauche ich. Was ist das hier? Sagt mir das. Was ist das? Was soll das sein? Was baut die denn jetzt hier an? Also ich finde auch seltsam, oder? Also ich könnte auch hier nicht wohnen. Also das sieht hier, ich könnte hier nicht wohnen. Wie kann man hier wohnen? Also ich finde auch hier so... Boah, ich würde durchdrehen, wirklich. Ich würde durchdrehen, hier zu wohnen. Ich meine, so die Lage ist süß und nett und wunderbar, aber die macht einfach nichts aus dem Apartment hier. Naja, whatever. Also ich werde jetzt mal losgehen. Ich glaube, ich gehe mich mal ein bisschen bewegen und ich gehe mal ein bisschen bewegen. Ich habe auch total schlechte Verdauung. Echt, das ist total ätzend. Ich habe immer, weiß ich nicht, hier. Fühle ich das mal an. Echt immer voll auch voll den Bauch. Weil ich einfach, ja, teilweise 2-3 Tage nicht auf Klo gehen kann. Das ist natürlich bei mir auch mega. Bei Frauen ja sowieso, bei uns Frauen ist es ja nun mal so, ist es immer nervositätsbedingt auch so ein bisschen, hat mir meine Gynäkologin mal gesagt, wie wir Verdauung haben oder nicht. Und ich glaube, das ist einfach, für mich ist das wirklich auch so dieser Stress, ne? Genau, gestern hatte ich ja eine Mördermigräne on top und das ist einfach kacke. So, ihr Lieben, ich werde jetzt dieses Video hier beenden und denke, mache aus dem Beverly Hills Video so ein lala nettes Video aus. Sonst wird das einfach zu lang. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Ich hoffe, euch geht's gut. Also wie gesagt, ich denke, ich versuche mich jetzt erstmal, das Gute daran ist, ich versuche mich jetzt nicht zu stressen. Ich versuche jetzt das Beste aus der Situation zu machen und mir den Schuh nicht anzuziehen. Ich sei zu deutsch und zu engstirnig. Und wenn schon, und wenn das schon so wäre. Also meine Psychologin wird immer sagen, ja, und wenn schon. Und wenn das so wäre, was würde das dann ändern? Ja, dann wäre es halt so. Ne? Aber ich denke, ich hoffe einfach, ich hatte da... Ich habe es so gut gemacht, wie ich es konnte. Ende aus Mickey Mouse. So. Auch wenn ich mich jetzt nicht danach fühle, muss ich mich jetzt so ein bisschen unterstützen und mir eine gute Freundin sein. Ich habe nämlich hier keinen sonst, der mich unterstützt und mir eine gute Freundin ist. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf.